Kapsel- und Spiralenteroskopie. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Der Magen und der Darm können beide sehr gut in einer Routine-Magen- und Darmspiegelung betrachtet werden und auch therapiert werden. Aber was ist denn eigentlich mit dem Dünndarm, der zwischen Magen und Darm liegt? Kann man den auch mit dem Endoskop betrachten und kann man darin auch mit dem Endoskop therapieren? In jüngster Zeit wurden mehrere vielversprechende Techniken entwickelt, die für Menschen mit Dünndarmkrankheiten, Erkrankungen segensreich sein können, und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Jürgen Pohl. Er ist Chefarzt der Gastroklinik der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Pohl. Vielleicht sagen Sie uns erst einmal, dieser Dünndarm, wieso ist der für Sie so schwer zu spiegeln? Mittlerweile ist das Spiegeln des Dünndarms Routine. Der war schwer zu spiegeln bis noch vor einem Jahrzehnt, weil er genau in der Mitte des Körpers liegt. Man muss also durch die Speiseröhre, durch den Magen erstmal durch, um dann in den Dünndarm zu kommen. Von oben oder von unten muss man erstmal durch 1,5 Meter Dickdarm durch, bevor man dann an den Dünndarm kommt. Der Dünndarm ist im Körper extrem flexibel aufgehangen und misst 5 Meter, also der ist sehr, sehr lang. Wenn man eine bestimmte Stelle erreichen möchte, muss man gegebenenfalls 5 Meter endoskopieren, bevor man da ist, wo man will. Ja, der Dünndarm, ich sag mal so salopp, den hat man eigentlich gar nicht so auf der Rechnung. Man denkt an den Dickdarm, man denkt vielleicht an den Magen, aber wir haben da ja jetzt auch so ein paar Bilder, die wir jetzt dazu zeigen. Dieser Dünndarm ist ja eigentlich so ein Wunderwerk, von dem man gar nicht genau weiß, was der eigentlich richtig macht und kann, oder? Wunderwerk, ja. Wissen, was er kann, doch, das tun wir. Ja, Sie ja, der, ich nicht. Der Dünndarm ist tatsächlich unglaublich schön. Der hat eine eigene Ästhetik, die wir Endoskopiker, auch wenn wir da täglich reinschauen, immer wieder zu schätzen wissen. Ja, der Dünndarm hat eine unglaubliche Vergrößerung der Oberfläche durch seine Zotten. Ja. Das sieht, wenn man da durchgeht mit dem Endoskop und das in Vergrößerung betrachtet, wirklich aus wie das Great Barrier Reef. Ja. Und das hat eine unglaublich große Ästhetik. Ja. Im Dünndarm ist aber im Vergleich zu Magen, Speiseröhre und Dickdarm erkrankungstechnisch deutlich weniger los. Zum Glück. Es sind ausgewählte Fälle, die Dünndarmdiagnostik benötigen. Und welche sind das dann? Meistens geht es da um Blutung. Heute nehmen ganz viele Menschen ja Blutverdünner ein aufgrund von Herzbeschwerden. Und gerade dann, wenn das Blut verdünnt wird, reichen kleine Geschwüre aus, kleine Veränderungen, um zu Blutungen zu führen. Und gar nicht selten sind die im Dünndarm zu finden. Aha, und die tauchen dann auf, zum Beispiel durch Blut im Stuhl vielleicht, ja, oder auch, genau, auch durch Beschwerden? Ja, der Stuhlgang wird schwarz zum Beispiel oder rot, wenn das frisches Blut ist. Ja. Oder aber die Blutwerte sind nicht gut und der Hausarzt fragt sich, wo geht eigentlich hier das Blut hin, wo geht es verloren? Mhm. Da ist der Dünndarm gar nicht so selten Ursache für einen Blutverlust. Ja. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, endoskopisch sich den Dünndarm von innen zu betrachten. Wie hat man das denn bisher gemacht? Also bislang, vor 20 Jahren haben wir eine Revolution gehabt. Vorher konnten wir im Dünndarm eigentlich gar nicht diagnostizieren und therapieren endoskopisch. Vor 20 Jahren gab es den ersten wichtigen Schritt und der ist heute noch deutlich verfeinert. Und zwar ist das eine Miniaturtechnik mit einer Kamera. Und wenn ich Ihnen das gerade mal zeigen darf, ja, hier. Gerne. Sehr gerne. Das ist also eine, wenn Sie so wollen, große Tablette, die man schluckt. Und ich halte das hier einmal so vor die Kamera. Und Sie sehen da auch, dass da eine kleine Leuchte vorne drin ist. Ja, die blinkt. Die blinkt und beleuchtet den Dünndarm. Und dann ist eine Kamera in dieser Kapsel und die macht pro Sekunde mindestens 4 Bilder. Und die Bilder werden dann an einen Dekorder, den man an sich trägt, am Leibe, zugesendet. Und die kann man später auswerten. Das heißt, Sie schlucken diese Kapsel hinunter und die Kapsel treibt passiv dann durch den Dünndarm. Und Sie können von innen Aufnahmen machen, die Sie dann später auswerten. Wenn der Patient quasi die Kapsel schon längst wieder ausgeschieden hat, wichtige Information noch, die Kapsel wird nicht wiederverwendet. Das ist ein Einmalprodukt. Das wäre meine nächste Frage. Die wird einfach ausgeschieden, das merken Sie noch nicht mal.
Sicher? Ja. Also kann die nicht, also wenn ich so ein großes Ding sehe, manche haben ja schon Schwierigkeiten, eine große Tablette zu schlucken, kann die mir auch schaden im Körper? Es ist ja ein Fremdkörper, kann die hängen bleiben vielleicht auch? Ja, es gibt selten Fälle, wo aber dann Engstellen sind im Dünndarm, die auch krankhaft sind, wo eine solche Kapsel hängen bleibt. Wir stellen immer sicher vorher durch gute körperliche Untersuchungen, dass eine solche Engstelle das Risiko sehr gering ist. Also es ist eine anekdotisch kann das immer mal passieren, aber da wissen wir uns heute sehr gut zu helfen. Mhm. Gibt es noch andere Methoden, die man anwendet, um zu gucken, wie es im Darm aussieht? Mit dieser Methode, Sie haben das gerade richtig gesagt, kann man nur gucken. Ja, das heißt, die Kapsel gleitet unter Umständen an krankhaften Befunden dabei, aber es besteht keine Möglichkeit, Proben zu nehmen aus erkranktem Gewebe, vielleicht, wenn man den Verdacht hat auf einen Tumor, dass man eine Probe nimmt, das ist nicht möglich. Man kann nur gucken und kann auch nicht steuern. Es gibt aber Möglichkeiten, endoskopisch zumindest Teile des Dünndarms zu sehen mit einem bestimmten Ballonverfahren, wo man wirklich mit einem langen schwarzen Schlauch dann in den Dünndarm hineingeht. Den kann man von außen dann steuern. Und das Ganze ist nichts anderes als ein verlängertes Auge und ein verlängerter Arm im Dünndarm. Ich kann Proben nehmen, kann therapieren, auch tief im Dünndarm, von außen mit einem flexiblen Endoskop. Bisher war aber das Problem, dass man auch mit dieser Technik ganz, ganz häufig nicht den gesamten Dünndarm sehen konnte. Und ich sag mal, es gab immer noch viele Patienten, bei denen man nicht an den Ort des Geschehens kommen konnte. Ja, genau. Obwohl man sowohl von oben als auch von unten, also durch den Mund oder eben durchs After das probiert hatte. Ja. Aber es gibt jetzt noch was Besseres. Es gibt eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung für uns und da sind wir sehr glücklich in Altona, dass wir eine der ersten Zentren sind, auch in Deutschland, die diese Technik mit etabliert haben und auch ausbilden, andere Ärzte ausbilden darin. Und zwar ist das eine sogenannte motorisierte Spirale. Mhm. Wenn Sie so wollen, das ist ja eigentlich nur der Überschuh für Ihr Endoskop. Mhm. Das Endoskop wird hier hinten reingesteckt in diesen Schaft. Und das Endoskop beinhaltet einen kleinen Motor. Und dieser Motor hier dreht hier vorne diesen Schaft. Mhm. Und wenn Sie so wollen, dreht man sich dann tatsächlich durch den Dünndarm zu seinem Ziel. Und diese Spirale sorgt dafür, dass der Dünndarm förmlich über das Endoskop gestülpt wird, wie einen Socken, den Sie sich anziehen. Und dann immer weiter geht, das steuere ich, das Vorgehen des Endoskops mit einer Fußpedale werfe ich quasi den Motor an, der ist ganz leise. Und so bewegt man sich dann meterlang durch den Dünndarm und dann kann man wirklich hochauflösend auf einem großen Monitor dann Befunde sehen und auch therapieren. Und haben Sie da auch einen Rückwärtsgang? Denn Sie müssen ja auch wieder raus. Ja, zum Glück haben wir auch den eingebauten Rückwärtsgang. Aber das braucht Zeit. Auch das Rausgehen wieder aus dem Körper muss man sehr vorsichtig machen. Es braucht Zeit. Diese Methode selber, ich sag mal, sieht sehr robust aus. Aber wenn man zurückgeht, sieht man, dass sich das Gerät mit dieser Spirale sehr dem Dünndarm anschmiegt und keine Verletzungen des Dünndarms auftreten. Das ist natürlich immer eine Sorge, gerade mit motorisierten Methoden, dass man am Ende vielleicht den Dünndarm überlastet oder zu Schäden führt. Das haben wir bisher bei all den behandelten Patienten bei uns zum Glück noch nicht miterlebt und sind da aber auch sehr vorsichtig. Ja, was können Sie denn alles mit diesem Spiralendoskop machen? Denn da geht es ja nicht mehr nur ums Gucken. Nee, da geht es, ich habe ja eben gesagt, Blutungsquellensuche ist eine wichtige Fragestellung für uns. Damit können wir mögliche Blutungsquellen auch behandeln, können blutende Gefäße verschweißen oder klippen oder können Engstellen auch, das ist eine ganz wichtige Indikation, Engstellen im Dünndarm, die bei Darmentzündungen auftreten können, gerade beim Morbus Crohn, können wir aufdehnen. Auch dann, wenn diese Engstellen in der Mitte des Dünndarms sitzen, kommen wir damit hin. Ja, wie machen Sie das denn? Also Sie sehen ja durch eine Kamera, Sie sehen ja den Darm nicht 1:1, sondern virtuell, wenn man so will, ja. Also nicht analog, dass Sie das, was Sie erwischen wollen, auch wirklich erwischen.
Ich sehe es ja viel feiner. Ich sehe es viel größer auf HD, auf einem großen Monitor, und das Ganze ist extrem zielgenau. Wenn man richtig endoskopiert, dann merkt man den Unterschied eigentlich gar nicht mehr so richtig, dass es nicht seine eigenen Augen sind und dass da kein eigener Arm vorne im Endoskop drin steckt. Sie können das Gerät so nutzen, als hätten Sie Arme im Körper drin. Was ist das Komplizierteste, was man mit diesem Spiralendoskop machen kann, also als Eingriff? Als Eingriff sicherlich das Komplizierteste sind zum Beispiel die Resektion, also das Rausschneiden von größeren Polypen. Da muss man immer aufpassen. Wir haben sehr viel Erfahrung mit dem Dünndarm, aber der hat seinen Namen nicht von ungefähr. Der Dünndarm ist von der Wand her sehr dünn und man muss sehr achtsam sein, dass man kein Loch in den Dünndarm macht, auch gerade beim Herausschneiden von erkrankten Gebieten. Aber da gibt es bestimmte Techniken, die da sehr hilfreich sind, sodass eine solche Komplikation sehr selten ist, aber auch wieder therapiert werden kann endoskopisch. Das heißt, wenn mal sowas vorkommt, braucht man meist keine Hilfe von außen durch den Chirurg, sondern kann auch selber gleich ein solches Loch verschließen. Ja. Was merkt der Patient in der Zeit, in der Sie ihn damit endoskopieren? Der Patient selber merkt gar nichts. Der Patient muss verlässlich schlafen, tief schlafen. Und meistens, wenn die Leute aufwachen, nachdem man das Instrument schon lange entfernt hat, dann fragen einen die Leute: Mensch, wann fängt er endlich an? und merkt er das noch danach? Also nach einer Darmspiegelung zum Beispiel, es ist ja schon so, man merkt, der Darm ist vielleicht ein bisschen gereizt oder man kann noch nicht so richtig wieder das essen, was man gerne isst. Ist das jetzt hier auch so? Das ist meistens ein Fremdkörpergefühl oder ein Kratzen im Rachen selber drin, weil man muss diese Gerätschaft sehr vorsichtig über den Rachen hinüberbringen. Ja. Und das ist was, was manche Leute danach noch merken. Ein Fremdkörpergefühl, was sich aber nach 1 bis 2 Tagen komplett auch wieder verliert. Und muss man, also Thema Rachen, das ist ja auch so ein Bereich, da denkt man dann an den eigenen Würgereflex. Und wie helfen Sie Menschen dabei, dass sie das Gerät in sich hineinbringen? Ja, also Patienten schlafen tief, kein Würgereflex. Ach so, während des Einbringens auch. Man muss nicht aktiv schlucken. Überhaupt nicht. Nein. Oh, ich glaube, trotz größter Disziplin würden wir das nicht schaffen, eine solche Gerätschaft hier zu schlucken auf Ansage, sondern der Patient schläft komplett, schläft sehr tief. Der Schlaf wird überwacht durch Assistenzpersonal. Und während der Patient tief schläft, dann drehen Sie sich vorsichtig mit dem Endoskop auch über den Rachen drüber. Der Patient merkt davon gar nichts. Und warum sind denn dann überhaupt noch Ballon und auch diese Kapsel im Einsatz, wenn es doch dieses Endoskop gibt? Eine Kapselendoskopie ist extrem bequem zu schlucken. Also bei Leuten, bei denen Sie vielleicht eine Erkrankung oder zum Beispiel eine Blutungsursache eher ausschließen wollen im Dünndarm, macht eine Kapsel sehr, sehr großen Sinn, weil der Patient, ich sag mal, muss eine Kapsel schlucken, danach wird die Kapsel ausgewertet. Da gibt es auch heute sehr moderne Computeralgorithmen, wie das sehr schnell geht. Und dann weiß man schon, ob irgendwas da ist oder ob nichts da ist. Nur wenn man etwas findet, dann würde man im nächsten Schritt hergehen und eine sogenannte invasivere Untersuchung machen, nämlich zum Beispiel mit diesem Gerät. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Hat mir Freude gemacht. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!